Haben wir da eigentlich ein bisschen was, was wir scannen können? Nee, gut, schade. Das ist ein Motorrad. Hey, lass mal Motorrad fahren. Auto, Auto, Motorrad. Immer dieses Motorrad-Symbol auf dem Radar, weißt du? Und dann ist das der übelste Reinfall überhaupt. Wo geht's eigentlich hin? Dahin? Hm. Alles klar, ich mal, Pärchen. Da haben wir ja direkt ganz viele Sachen auf einmal. Dani Sahne von Danone. Nichts. Obwohl nein, es ist besser als nichts. Versprochen. Treff mich im Lager. Ich hab da eine Idee. Oma. Ciao. Kann das sein, dass das der abge... Hier muss ich gut aufpassen. Abgefuckteste Kontinent ist? Hier sind die Charaktere ja richtig lost einfach, oder? Richtig durchgeknallte Wichser einfach. Habe ich das Gefühl. Ich kann mich aber auch täuschen. Schön, dass wir die Fresse drüber sprayen. Na komm schon. Geh auf. Schießpulver. Ich brauche kein Schießpulver mehr. Ich brauche gar nichts mehr. Ich brauche gefühlt, als wir das Spiel zu 10% durchgespielt haben, war der Moment, an dem wir, seitdem wir nichts mehr brauchen. Hier. Ich frage mich, warum zum Beispiel das Gebiet rot ist. Kann man hier irgendwas machen, damit das nicht mehr rot umrahmt ist? Frage ich mich gerade. Was heißt denn rot umrahmt? Das heißt ja eigentlich, es gehört den Gegnern. Aber hier gibt es keine Gegner. So, egal, komm. Hallo, warte. Warte, Hilfe. Oh, die Hilfe! Ich kenne mich mit so einem Scheiß aus. Warte mal hier. Oh, kann man das scannen? Nee. Scheiße! So, Pferd wieder. War mir ein Vergnügen. Der Qualm ist normal. Ich will ja nichts sagen, aber die Musik hat ja, also so gut hat noch nie eine Musik zu einer Szene gepasst, ne? Diese Poe kam einfach perfekt zu dem Moment, wo wir den Typen angefahren haben. Booyah! Alter, wild! Danke, vielen Dank. Gar kein Problem. Dafür bin ich da. Dafür sind wir doch da, dafür wurden wir geschaffen. Oh, Oma war hier. Gassi. Was, du willst Gassi gehen? Oh, du, lass mal später Gassi gehen. Ach so, ach du Kacke, apropos Gassi gehen. Ich muss die Ziegen reinbringen, Leute. So, wieder da, Leute. Bisschen geflogen bin ich. Ein wenig geflogen. Oh, komm, zocken wir weiter. So, warum schießen die alle jetzt? Ist das dein Ernst, sag mal, dass du den einfach so erschießt? Oh nein, das war ein Autofahrer. Du bist okay. Das war mein Autofahrer. Okay, cool. Ich glaube, wir haben alles weit im Griff jetzt, ne? Können wir weiterfahren. Das war immer eine Action. Mitten im Kampf einfach raus. Ah! Oh Mann, was war denn da jetzt im Weg? Ich probiere ja ordentlich zu fahren, aber es... geht einfach nicht. Ja. Naja, schade. Schade, schade, schade. Kein wassertaugliches Gefährt. Sind die Fische böse? Nee, ne? Böse. Das sind Bösewichte. Die planen Schlimmes. Ich glaube, die wollen die Weltherrschaft an sich ziehen.
So, dann latzen wir mal hier durch. Ein bisschen Bergsteiger spielen. Einfach den Berg hochlatzen. Oh ja, Supremo, perfekto. Hol mich hier raus. Alles klar. Moment. Warum setze ich es einfach zu 100% falsch rum auf? Das ist der Wahnsinn. Das ist so zuverlässig. Gracias. No problem. No problema. Das sind Freunde. Gut. Ich habe noch keine Propaganda irgendwie gesehen. Kann das sein? Gefährlich. Sergeant. Oh, fuck. Gut ausgebildet sind die auf jeden Fall nicht, ne? Absolut nicht gut ausgebildet, die Leute hier. Das sind die dümmsten, selbst Sergeant, weißt du? Die haben so ein gelbes Symbol über dem Kopf, da denkst du, oh mein Gott, jetzt kommen die Badass-Gegner. Absolut nicht. Bist du schon beim Zug? Nein, wie hätte ich das machen sollen? Mich beamen? Hey, du bist aber empfindlich. Ich reagiere allergisch auf dumme Sprüche. Ich melde mich, wenn ich da bin. Diese Aggressivität hier in der Luft. Ausbildung beim Pokern geworden. Ich habe mir so einiges bekommen, wa? Kann auch klappen. Vielleicht bist du ja dann doch dafür geboren, weißt du? Aber die auf jeden Fall nicht. Hey. So, lass mich mal gucken. Ich will erstmal so einen ganz komischen Weg gehen, warum auch immer. Wahrscheinlich gibt es den ganz offiziellen Weg, aber ich will aus irgendeinem Grund aufs Dach. Ich kann es selber noch nicht nachvollziehen, warum. So, ah ja, guck mal. Sind wir doch, haben uns doch schön lang gecheatet. Joho! Könnte absolut nicht nützlich sein. Was will ich damit? Ich bin entequipped, Digga. Ich suche eigentlich bloß einen Weg da hoch. Hallo. Hallo. Alter, muss ich mit dem Kopf reinkriechen, damit ich das Loot bekomme? Ah. Betontür. Hä? Ich muss wahrscheinlich doch übers Dach rein, ne? Noch mehr Müll. Wo sind die Waffen? Hä? Irgendwie muss ich da hochkommen. Ah, hier, guck mal. Hier geht's doch wahrscheinlich hoch, ne? Ja, so. Nee. Scheiße, Alter. Komm ich da nicht hoch? Ah, hier, warte mal. Blau. Alles klar. Ach so. Gut. Geht's natürlich auch. Erobert das Spielfeld für das Heimteam zurück. Wir alle wünschen uns, dass wir weiter unsere Stollenschuhe schnüren und ein bisschen Harz auf unsere selbst gebastelten Schläger schmieren könnten, oder? Was Castillo getan hat, geht über die Absage der Heimspiele hinaus. Baseball war alles für die Iraner. Er war ein Ventil für Kreativität, Kunst und sogar athletische Poesie. Alles Symbole eines Landes, von dem El Presidente möchte. Weichzieherhandschuhe. Sehr gut. Die wollte ich haben. Aber ich muss immer noch hier ins Haus rein, ne? Die Waffen befinden sich in einem hellblauen Schiffcontainer von McKay. Ah, so, Moment. Wir müssen diesen scheiß Container finden. Der hier, in dem wir schon drinnen waren? Ist er hellblau? Bin leicht verwirrt. Ah, Moment, es ist nicht nur hier das Gebiet. Es ist nicht nur hier das Gebiet. Wir müssen auch die anderen Gebiete durchforsten. Da sind noch mehr Schiffscontainer. Ah, so. Okay, aber wo sind die Waffen? Oh, ein bisschen Gemüse ist auch nicht schlecht. Hab dich nicht so. Ist gut für die Muskeln.
Habt ihr gewusst, dass der Mensch eigentlich in der Woche ungefähr 250 Gramm Fleisch essen soll? Mehr nicht. Wenn ich mir jetzt überlege, so eine Salami-Packung fürs Brötchen sind ja schon 250 Gramm. Ich habe mir heute Nudeln Bolognese gemacht. Da habe ich mir auch 250 Gramm Bolognese reingemacht. Das heißt, theoretisch dürfte ich die restliche Woche kein Fleisch mehr essen. Hä? Also schön. Isst du mehr oder weniger? Also, für mich ist es eigentlich unmöglich, weniger zu essen, weil was sind denn 250 Gramm? Ich esse am Tag gefühlt 500 Gramm. Da ist noch einer, da hinten ist auch noch einer. Und das sieht... Oh, befreit. Wieder was Gutes getan. Ach man. Was ist denn mit euch? Echt, du isst 150 Gramm Fleisch in der Woche? Wow, was? Das ist ja nichts. Das sind ja zwei Scheiben Salami, Alter. Ja, sagen wir drei Scheiben Salami. Das ist ja ein Witz. Oha. Okay, ein Hund? Ich meine, gerade wenn man trainiert, ist doch Fleisch... Doch Fleisch gut. Wie kommst du denn hier rein? Moinsen. Ah, das ist doch... Ist das nicht der neue Gefährte, den man dazu bekommt? Also isst man mehr, bekommst du den Unterschied mit beim Muskelkater. Ja, aber wenn du mehr isst, ist es doch besser für den Muskelkater. Also du hast ja weniger Muskelkater dann, oder? Weil du baust ja schneller auf. Da sind ja Proteine drin und die Proteine nutzt ja dein Körper, um halt die Muskeln wieder neu aufzubauen. Naja. Moises, dreh jetzt nicht durch, aber irgendein irrer Amerikaner hat uns dafür bezahlt, den Hund... zu verschicken. Er meinte, er würde sich beim Affengott revanchieren, indem er diesem Perro ein besseres Leben ermöglicht. Besseres Leben. Dieser Hork war ein eindeutig noch nie zuvor in Yara. Interessiert mich nicht, wie kalt die Winter in Montana sind. Dieser Köter wird kämpfen müssen, um auf dieser Insel zu überleben. Allerdings hat der Wichser die Goldbarren bezahlt. Also habe ich ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen, super feines Hundefutter für einen reichen Schnösel gekauft und es in den Container gelegt. Ein feiner Hund verdient ein feines Fresschen. Emilia. Emilia. Juan, ich habe eine Waffenlieferung entdeckt. Amerikanisch. Daniel? Interesse? Danny, das ist also boom, boom, boom. Fragen, boom. Ob er noch mehr Chemiewaffen braucht. Verdammt, natürlich habe ich Interesse. Da war ein Hund dabei. Hunde sind im Krieg äußerst nützlich. Zeig die Geschichte. Sargento, Stubby, Chips, Nemo. Hat er schon einen Namen? Nein, noch nicht. Warum nicht, Danny? Er hat keine Identität. Gib ihm Namen. Okay, okay. Wie wär's mit, Boom, Boom? Perfekt, du musst ihn abrichten, sofort auf die Choranes zu gehen. Ich mag meine Hunde wie meine Kriege. Brutal, unvorhersehbar und mit viel Gerubbel. Ich hab so das Gefühl, Bum Bum hat eine Menge Temperament. Bum Bum, na komm. Na, Bum Bum. Bum 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 Bum. Ist das so, ja? Na klar, also Proteine kriegst du natürlich auch anders zu dir, da hast du recht. Unter anderem Pulver, wa? Proteinpulver. Schön Proteinshakes machen, das funktioniert immer in den meisten Fällen. Bewegung, Bum Bum. Bum Bum, komm ja, zurück. Cool. Wir haben einen neuen Gefährten, wir haben endlich Bum Bum. Dann würde ich mal sagen. Komm, Bum Bum, los jetzt. Dale, Bum Bum, dale. Okay, das ist Bum Bum tot. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wir müssen. Nein. So, Kfz-Mechaniker, Serie TFK am Schlüssel. Hier, euer Auto, wieder ganz. So. Boom, boom, das war nur für dich. Das war nur für dich, Boom, boom. Ich glaube, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. So, Forza. Da müssen wir jetzt erstmal nicht mehr hin, ne?
So schnell müssen wir nicht mehr hin. Maria Marquesa Production. Da geht's jetzt als nächstes hin, Leute. Also schön da aufräumen da hinten. Und dann machen wir weiter, Missy. Ich weiß, wovon ich rede. Also ich kenn's halt nur mit extrem viel Fleisch, ne? Ich habe halt früher auch 5-mal in der Woche, wie gesagt, trainiert gehabt. Und ich habe mir halt pro Tag locker ein halbes Kilo Fleisch reingepfiffen. Und ich hatte halt klar am ersten Tag immer extrem Muskelkater und danach eigentlich nie. Also wenn ich halt wirklich eine extrem lange Zeit nicht trainiert habe, habe ich halt extrem Muskelkater gehabt. Und dann war ich eigentlich nie wirklich der Muskelkater-Typ. War schwierig, am Muskelkater zu bekommen. Zu kommen. Moment. Von daher würde ich sagen, ich habe immer alles richtig gemacht. Da lang. Hier drinne? Nee, ne? Zeigt auf jeden Fall in diese Richtung. Hä? Hä, doch! Lol! Als ob das schon der erste ist. Nee, hä? Da! Lol! Okay, cool. Da haben wir den ersten. But where is the next? Einen hatten wir jetzt da. Das war jetzt er hier. Muss man die denn immer von hier sehen? Oh, Gesundheit! Wollte nur ein bisschen Angst machen. Wo ist denn das zweite? Oder ist eins hier... Ja, aber ich esse halt auch verdammt gerne viel Fleisch, ne? Ist halt auch noch so ein kleines Problem eigentlich. Ich probiere jetzt tatsächlich ein bisschen weniger zu konsumieren. Ich glaube, heute bin ich schon allein bei... Ja, aber ich habe heute schon allein... Oh. Ich habe ja wahrscheinlich heute schon alleine... Hallo. Keiner kann Fleisch gegessen. Und das mit der Bemühung, weniger zu essen. Sonst hätte ich wahrscheinlich heute 600 Gramm Fleisch gegessen. Ach Quatsch, das Problem hat man eigentlich nur, wenn du dich überwiegend nur von Fleisch ernährst. Wenn du halt noch zwischendurch Gemüse und alles sowas isst oder halt andere Sachen, sollte da eigentlich nichts passieren in der Regel. Möchte. Das Ding ist, ich will da nicht dran springen. Ich will abspringen. Okay, gut. So, warte mal hier, ne? Ja, zeig doch jetzt dahin. Ja, zeig darüber. Oder ist das da draußen irgendwo? Der zeigt hier rüber. Hier drinnen, maybe? Hier irgendwo? Ah, so. Hier. Jetzt, ich komm da nicht ran! Okay, ich hab's. Entspann mal dein Leben, bitte. Alles gut. Wo war jetzt die Kiste? Da war die Kiste. Geht! 4 und 23. Oh! Fuego Fäustling MK2. Da kretsch ich doch mal von vorne rein. So.